Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei euren Wacko LP Let's Play The Long Dark Staffel 5. Eine neue Episode, ein neues Glück. Wir machen direkt weiter. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, dass wir doch eine Weile hier bleiben werden, denn ich würde hier gerne, wenn wir ein Reh finden, ein Reh töten, die Haut nehmen, trocknen, die Innereien auch und die Stiefel reparieren. Und bei dem Wolfspelzmantel brauchen wir nicht so weit. Ich würde aber jetzt gerne noch etwas Gewicht hier lassen. Okay, dann lassen wir den noch hier. Die hier, das und das. Jetzt sind wir bei 30 Kilo. Was ist denn hier noch so schwer, verdammt? Den lassen wir hier, das lassen wir hier. Wir lassen noch 4 weitere Verbände hier. Wir lassen die Säge und den Dosenöffner hier. Gut. Machen wir uns auf den Weg. Wo geht's nach unten? Hier. Also, wie gesagt, ein Reh wäre schön. Wenn wir eins finden, werden wir es jagen und töten. Ich hoffe, das klappt. Okay, ich dachte schon, das Spiel stürzt ab. Gut. Wie kalt ist es? Minus 22. Ist jetzt die Frage, ob wir hier auf dem Flugfeld eventuell ein Reh finden würden. Ja, gehen wir mal in diese Richtung. Vielleicht ist da hinten wo eins. Da ist eins, oder? Sind das jetzt Wölfe? Ne, das ist definitiv eins. Und das? Wölfe. Da ist auch eins. Gut, wenn wir da jetzt uns etwas ranschleichen können. Und vielleicht auch gut treffen. Könnten wir es mit einem Schuss erledigen? Das ist ein ganzes Rudel hier. 1, 2, 3, 4. Wenn wir das kriegen, wäre ich schon glücklich. Dann könnten wir endlich unsere Stiefel reparieren. Und gleich, beziehungsweise würde das eh 5 Tage in Anspruch nehmen, bis das Zeug trocken ist. So, wo ist es denn gerade? Da läuft es. Okay. Ich hoffe, wir können uns relativ weit hinanschleichen. Da ist auch eine Hütte. So, wo ist es denn gerade? Hallo, Mr. Hirsch. Ach,
du läufst weiter von mir weg. Okay, wir werden etwas aus der Sichtlinie von ihm bleiben. Hinter dem Baum hier. Ah, das wäre doch ein schöner Schuss hier schon. Diese Entfernung ist mir dann doch zu riskant, denn wenn wir nicht vernünftig treffen, müssen wir dem Tier ewig weit hinterherlaufen, bis es verblutet. Die Frage ist, wie weit wir uns noch anschleichen können, bevor es uns hört. Yay, Freunde! Ein Schuss, ein Treffer. Schön. Ah, wunderbar. Die Waffe ist cool. Tötet zumindest verlässlich. So, aber zwei Häute werden besser als eine. Sollen wir noch einen schießen? Schauen wir mal, wenn das noch weiter in unsere Richtung kommt. Ja, getroffen haben wir es. Ja, wie weit läuft es weg? Schon ziemlich weit. Ah, dort ist es gestorben. Oder? Na, ich denke. Ich denke, das müsste es sein da hinten. Gut, wir nehmen die Haut mit, die Innereien mit. Folgen hier der Spur da hinten, dort müsste das andere sein. Dann haben wir zwei Häute und genügend Innereien. Ich meine, wir würden eigentlich fünf Stück brauchen oder sechs Stück. Dann könnten wir auch die Hose herstellen. Jetzt haben wir zumindest mal zwei. Vielleicht machen wir euch beide noch. Ne? Ich weiß noch nicht. Dann holen wir als erstes das da hinten im Zurücklaufen. Gehen wir zu diesem Jägerstand hier. Bis wir da ankommen, ist es wieder gefroren. Dann brauchen wir wieder länger, um das Fell und die Innereien auszunehmen. Das Fleisch würde ich jetzt nicht mitnehmen, da wir ja genug zu essen haben im Augenblick. Ah, und es kreisen die Gräben schon. Sehr gut. Ja, da liegt es. Da liegt es, sehr schön. Der Wind hier ist echt krass, wie laut. Okay, hier ist es tatsächlich.
können wir auch gleich noch schauen, was hier in diesem Wald ist. Aber hier ist man echt langsam unterwegs mit dem Wind hier. Wahnsinn. Ein Mädchen haben wir geschossen. Tut mir leid, liebes Rehlein. Aber wir brauchen leider deine Haut und die Innereien. Oh nein, jetzt kommt Nebel auch noch. Laufen wir auf jeden Fall zurück, wenn jetzt Nebel kommt. Können wir zumindest der Spur folgen, die wir hier gekommen sind. Wir kommen hier später nochmal hin. Weil ich mich hier jetzt nicht verlaufen will. Hey! Jetzt haben wir Glimmernebel, das neue Phänomen. Seht ihr das auf dem Boden? Wenn wir jetzt da hier lange in diesem Nebel sind, können wir nicht mehr schlafen. Daher wollen wir gleich nach Hause. Ach, das, der ist ja cool. Glimmernebel. Ich hoffe, die Richtung stimmt einigermaßen. Denn sehen tut man hier gar nichts mehr. Wow, das geht ja richtig schnell. Wir müssen raus aus dem Nebel. Hey. Hier gleich wohl liegen würde. So, ich hoffe, wir kommen hier beim Hangar an. Dass die Richtung stimmt. Rehlein? Bist du jetzt hingelaufen? Nein, haben wir jetzt die Spur verloren? Hier ist die letzte Fährte. Hier. 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 So, wie weit? 15%. Ich will aber das Reh noch mitnehmen. Ja, und jetzt? Hier ist es weitergelaufen. Hier. 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 Ach Scheiße, das ist ziemlich weit gekommen, Freunde. Ach! Mist. Wo ist die Hülse? Hier. Ja, das darf nicht wahr sein, auf die Entfernung, Alter. Mein Gott. Jetzt aber. Nein. Hey, wir finden nicht mehr zurück zum Hangar, ich sehe das schon.
Jetzt stirb schon! Ach! Scheiße, jetzt habe ich so viel Munition verschwendet. Ja, aber das kann doch nicht mehr lange leben, oder? Wir müssen raus aus dem Nebel. Ich höre es immer noch. Gut, etwas Zeit haben wir noch. So, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht und der Hangar ist in diese Richtung. Ich höre es immer noch laufen. Liegst du hier wo? Gut, das können wir dann auch, wenn die Krähen wieder da sind, machen. Ich denke, unser nächstes Ziel muss jetzt sein, hier aus dem Nebel rauszukommen. Ich hoffe, hier ist der Hangar. Okay. Shit. Sieht nicht danach aus. Das wäre hier der Hangar. Geh hier mal ein Stück. Diese Richtung. Okay. Ja, laufen wir noch bis zu dem Baum hier. Und dann links. Ich muss jetzt auch den Weg schätzen. Ach, wir hätten uns jetzt von diesem Tier nicht ablenken lassen sollen. Wir hätten direkt zurücklaufen sollen, denn da hätten wir die Richtung noch mit Sicherheit richtig bestimmen können. Jetzt ist es schwierig. Ja! Ja, Gott sei Dank, mein Gott! Kommen wir jetzt endlich aus dem Nebel raus. Okay, das sieht aber alles ziemlich geil aus mit dem Nebel. Seht ihr das? Cool. Funktioniert leicht in so einer Glimmernebel-Tag auch der Strom? Ich hoffe, hier geht der Zustand wieder zurück. Ja, tatsächlich. Wir haben Licht. Du riskierst Schlaflosigkeit, wenn du Zeit im Klimanebel verbringst. Meide den Klimanebel oder such dir einen unterirdischen Ort, um das Risiko zu verringern. Einen unterirdischen Ort? Die Frage ist, steigt das, wenn ich hier bin? Und reicht, würde es reichen, wenn ich hier in den Keller gehe? 48, ja tatsächlich, es steigt. Freunde, wir suchen uns jetzt schnell die Küche. Die
ist natürlich wieder auf der anderen Seite. So, und ich hoffe, das würde klappen, wenn wir dann hier... Legen wir das ab. Und das. Hier die Innereien. Dann nehmen... Achso, wir haben eh genug Zeug mit drin eigentlich. Okay, dann ab in den Keller. Ich hoffe... Hey! Da läuft sogar der Hubschrauber. So, wo ist denn der Weg nach unten? Mein Gott. Hier war doch auch eine... Treppe nach unten. Ach, hier. Ich will aber, bevor wir jetzt nach unten gehen, noch ganz kurz hier in den Hubschrauber schauen. Cool. Ey, das ist cool. So. Ab in den Keller. Wo ist denn hier der Abgang zum Keller gewesen? Hier war das doch, oder? Genau. So, ich hoffe, das reicht, wenn ich hier bin. Damit das nicht weiter steigt. Schlafen wir einfach mal eine Stunde, um das zu testen, würde ich sagen. Wir hatten jetzt 56%. Wie viel haben wir jetzt? 51%. Okay, das funktioniert. Gut, Freunde. Also wenn wir den Nebel haben, nützt es auch nichts, wenn wir in ein Gebäude gehen. Wahrscheinlich ist im Gebäude der Fortschritt etwas verlangsamt. Aber wir müssen tatsächlich in den Untergrund laufen. Das Ganze ist jetzt... aus mehrerer Sicht schwierig, da nicht alle Gebäude einen Keller haben. Gut. Müssen wir abwarten, bis der Nebel vorüber ist. Könnten wir bei Gelegenheit reparieren, aber wir haben jetzt keinen Stoff dabei, also würde ich sagen, wir trinken mal noch etwas. Gut, und warten hier etwas ab. Bis der Nebel vorüber ist. Aber er ist immer noch nicht vorüber, da wir immer noch Strom haben. Nein, die sind schimmelig. Ah, lieber nicht. So, Schlaflosigkeitsrisiko haben wir jetzt soeben beseitigt. Gut, dann können wir uns hier jetzt erholen. Also da müssen wir tatsächlich in einen unterirdischen Bereich laufen. Schwierig. Aber ein cooles neues Phänomen. Zumindest ist es jetzt vorbei, soweit ich das höre, da jetzt Sturm ist. Unsere Pelze müssen sowieso trocknen, also haben wir... ausreichend Zeit. Wir werden jetzt nochmal in die Küche gehen. Etwas Zeug ablegen, etwas anderes Zeug mitnehmen. Nochmal rausgehen, vielleicht können wir ja noch durch Zufall das ein oder andere Tier erlegen. Ansonsten würde ich hier jetzt den Hangar, der da vorne links ist, erkunden. Wir würden noch eine Kleinigkeit zu essen vertragen. Hier. Schlafen wir noch ein Stück. Gut. Dann sind wir vollständig erholt.
dachte, es ist noch zu dunkel. Wir könnten den Metallschrott hier mitnehmen, weil wir müssen unsere Klettereisen reparieren. Genau. Haben wir schon 16%. Schön. Gut, wir werden jetzt die Lampe zu Hause lassen. Die Hülsen zu Hause lassen. Wir werden das zu Hause lassen. Wir nehmen noch etwas Wasser mit. Gut, das würde eigentlich so klar gehen. Schauen wir hier weiter, was wir hier noch für Gebäude haben, der unmittelbaren Umgebung. Da hatten wir schon unseren ersten neuen Klimanebel. Der könnte einem hier tatsächlich ziemlich schnell zum Verhängnis werden, denn hätten wir jetzt nicht den Hangar gefunden, wäre das sicherlich nicht gut ausgegangen. Denn man sieht nichts und ist auf einer großen offenen Fläche, wo man sich an nichts orientieren kann. Na, der Tower sieht auch vielversprechend aus. Was ist denn das hier? Okay. Oh, ein frischer Riegel sogar. Schön. Okay. Was haben wir hier? Zeug. So, und ich habe hier was gesehen. Ah, die hatten wir jetzt bei jedem Helikopter vergessen, dass wir in die Klappe schauen. Ist die auf beiden Seiten? Tatsache, mein Gott. Ja, das muss man wissen. Dann wird die hier auch beidseitig sein. Ja, tatsächlich. Okay. Müssen wir uns besser anschauen, die Flugzeuge. Das Wetter wird schon wieder schlechter. Kommt jetzt schon wieder Klimanebel? Ah, den nehmen wir mit. Eine Werkbank haben wir ja drüben. Gott, ist es jetzt kalt. Mein Gott.
Die hat das auch minus 25 Grad in dem Helikopter. Krass. Gut, ich würde jetzt den gerne noch durchsuchen. Minus 30, Wahnsinn. Dann gehen wir ins Terminal. Haben wir minus 8 Grad. Na, das ist zumindest schon besser. So, wir werden alles mitnehmen, weil wir einfach alles im Hangar lagern werden, was wir hier finden. Etwas neue Kleidung ist auch dabei, die müssen wir uns dann anschauen, ob die besser ist als die, die wir haben. Was wir schon, Signalpatronen haben, aber keine dazugehörige Leuchtpistole dazu. Schade, schade. Ah, nice Wasser. Sogar noch. Ui, die müssen wir gleich verbrauchen. Weil die jeden Augenblick ansonsten kaputt sein wird. So, was haben wir hier noch? Ey, wie dunkel es hier auf einmal wird durch den Sturm. Wahnsinn. Field 31. Schön. Hier wird es wieder nach draußen gehen, nehme ich an, oder? Ja. Hier auch, oder? Ja. Schon, ist hier irgendwo ein Fenster kaputt, weil der Wind so laut ist. Ja, ich würde sagen, Freunde, wir bleiben hier jetzt mal. Solange kein Glimmernebel kommt, ist das kein Problem. Ach so, wir könnten eigentlich noch mal schauen, wie viel Zustand unser Schlafsack aktuell hat. 93, okay. Würde sich Kleidung lohnen zu reparieren? 88, 84, 95, 77. Gut, also eventuell. Brauchbare leichte Jacke. Wir werden die hier zerlegen.
unsere Handschuhe einmal reparieren. Dann ist es ja eigentlich hier auch ziemlich gefährlich zu schlafen, denn wenn Klimanebel kommt und man gerade im Schlafen ist, tickt ja der Zustand hoch. Okay, den Schlafsack brauchen wir dann eigentlich auch noch nicht. Ich würde sagen, wir warten hier jetzt mal etwas ab, ob sich der Sturm verzieht. Ja, sieht gut aus. Problem ist, wir müssten jetzt eigentlich einmal ablegen gehen. Kleinigkeit können wir ja noch machen. Schauen wir hier mal den Tower. Alter, mir gefällt das neue Gebiet sehr gut. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich find's cool. Nein, die Farbdose brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Oh, eine Angelschnur. Nehmen wir mit. Gut, wir haben ja Zeit jetzt. Unsere Felle müssen erst trocknen. Was haben wir hier? Was haben wir da? Bis jetzt noch keinen einzigen Schuss Munition gefunden. Was haben wir hier? Gar nichts. Okay. Dann ab zum Tower. Da ist auch noch ein Flugzeug. Aber ich denke, das werden wir von da oben relativ gut sehen, wo wir da jetzt noch überall hinlaufen können. Nein. Kommt jetzt Klimanebel? Ich habe schon was knistern gehört. Das ist dann so eine Art... Hey, ein Schmiedehammer. Ja, den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Weil unseren anderen haben wir ja zurückgelassen. Und vor allem, wenn wir hier auch keine Schmiede haben, können wir den hier sowieso hinterlegen. Mal schauen, was wir hier alles finden werden mit diesem Control Tower. Lupe. Oh, 91% Lupe, sehr geil. Meistens findet man die mit auf jeden Fall unter 50%, aber die hier 91% ist sehr gut. Öffner. Was haben wir denn hier? Verband. Schlechter Zustand. Streichhölzer. Okay. Mehr Signalpatronen. Das. Farbe brauchen wir nicht. Gefühlt findet man jetzt schon etwas weniger Farbe, aber es ist immer noch sehr krass, dass die überall rumliegt. Oh, lucky day. Okay, und ist hier was? Nein, dann gehen wir hoch. Wow, das sieht geil aus, Freunde.
Sehr schön. Können wir hier auch noch hoch? Schade. Vielleicht auch das unser Thumbnail. So, was haben wir denn hier alles? Es wäre mit Sicherheit interessant, wenn wir Strom haben, ob wir hier Nachrichten lesen können. Hier ist eine Notiz. Handschuhe. Das war's, oder? Ja. Eine handschriftliche Nachricht auf fettigem Papier. Wir gehen. Ich ertrage das Licht nicht mehr. Kein Schlaf. Einfach kein Schlaf. Wir gehen weg von hier. Ja, es ist sicherlich ziemlich schlimm hier mit dem Glimmernebel. So, aber hier können wir jetzt wirklich nicht hoch, oder? Nein, schade. Gut, dann müssen wir hier auf jeden Fall nochmal hochgehen, wenn wir Energie haben. Um zu schauen, ob wir bei dem Computer irgendwas machen können. Keller gibt es dann auch nicht so weit. Dann können wir eigentlich schon wieder gehen von hier. Hier hatten wir ja noch ein Flugzeug, das hier. Das da hinten dürfte auch eine Hütte sein. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall einmal zurück in den Haupthangar. Das schauen wir uns noch an. Den Haupthangar, das Zeug ablegen, bevor wir weiterlaufen. Das ist dann die Startbahn, oder? Landebahn, Startbahn. Okay. Und im Hangar müssen wir beim Flugzeug beide Seiten der Klappen durchsuchen. Auch bei dem Hubschrauber. Das hatten wir nicht gemacht. Auch lauter, egal wo man hinsieht, ist das ein wunderschönes Bild. Okay, das ist abgebrannt. Hier ist noch ein Versorgungsbehälter. I'll take it. Methanholz, okay. Sollten wir uns das dort noch anschauen, bevor wir zurückgehen? Zeit hätten wir noch. Wo war denn das jetzt? Das da. Ist das ein Haus oder ein Stein? Jägerstand haben wir auch noch. Der ist dann da drüben irgendwo gewesen, oder? Ja, da drüben müsste der sein. Ah, Wölfe. Aber ich denke, es ist ein Stein, oder? Wo sind das und das Gebäude? Schwierig. Wo ist jetzt der Jägerstand? War der dort? Dort könnten wir vielleicht Munition finden. Ach so, und das Reh haben wir ja auch noch, das Tote. Ist das etwa das hier? Liegt hier eins? Das wäre natürlich jetzt pures Glück, wenn wir das noch finden würden. Könnte sein, hier liegt doch was. Oder ist das noch der Hirsch, den wir hier geschossen haben? Wo das Fleisch noch dran ist, das könnte auch sein.
denke, das ist. Ja, das ist der Hirsch, den wir getötet haben. Das war hier. Gut, dann durchsuchen wir diesen Stand hier. Wo hatten wir das andere Tier angeschossen? War das hier? Vielleicht hätten wir ja noch das Glück und würden es durch Zufall finden. Aber es müssten auf jeden Fall auch Krähen in der Nähe sein. Nee, hier war das nicht. Das war bei einer Schlucht, keine Ahnung. So, vielleicht etwas mehr Munition. Wenn nicht hier, wo dann? Beobachtungssitz. Ja, und wie kommen wir hier hoch? Warte. Sind das die Dinger zum Pfeil und Bogen herstellen? Schüsseln brauchen wir. Eine weitere Säge. Band und Munition. Schön. 10 Schuss Revolvermunition. Cool. Cool, cool, cool. So, wo war jetzt die Schlucht von vorhin? Das ist dann das andere Tier, was wir getötet haben. Also der und der. Da ist ein Wolf. Hey, wo war denn dann hier die Schlucht? Wo wir da vorhin drin waren. Hier vielleicht? Keine Ahnung, Freunde. Da sind zwei Wölfe. Da ist auch etwas da hinten. Aber jetzt mit dem Gewicht will ich eigentlich nicht so weit rumlaufen. Wir könnten von dem Tier hier das Fleisch mitnehmen und mal probieren, ob wir das verkochen können, ohne dass wir krank werden. Das würde mich jetzt auch interessieren, ob das schon geht oder ob unser Skill da noch zu niedrig ist. Ich denke, das müsste noch gut sein, das Fleisch, da das relativ schnell gefroren ist. Gut, aber wir sehen auch keine Krähen hier, also dürfte das andere tote Tier hier nirgends sein. Aber vielleicht finden wir es ja durch Zufall noch, wenn wir später in diese Richtung laufen. Oder wir treffen eben dich. Natürlich auch eine Option. Komm. Ach. Mein Gott, ist das schwer zu zielen.
Haben wir dich überhaupt getroffen? Das ist die Frage. Denn ich sehe hier nirgends Blut. Ah, doch, wir haben dich getroffen. Dann folgen wir denen mal. Jetzt haben wir ja keinen Glimmernebel, jetzt haben wir ja Zeit. Ach, ich will keinen Schuss mehr riskieren jetzt. Wir warten, bis der ausgebrütet ist. So, hier ist die Fährte. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist das hier die Schlucht? Ich höre ihn immer noch. Endlich, mein Gott. Sollen wir das Fleisch mitnehmen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Nee, wir brauchen das Fleisch eigentlich nicht. Ich würde jetzt gerne hier noch schnell einen Blick rundum werfen. Nein, es kommt wieder Glimmernebel. Oder? Gut, hier ist der Hangar. Wo sind die Krähen? Hier. Aber es sind keine weiteren Krähen, also dürfte das Dock hier nicht die Schlucht sein, wo wir das andere Tier angeschossen haben. Wie weit ist denn eigentlich unser Kochskill aktuell? Okay, das könnten wir wahrscheinlich, wenn wir das hier verarbeiten würden, das Fleisch. Aber 11 Kilo können wir nicht tragen. Wir können maximal 7,5 wahrscheinlich mitnehmen. Okay, das ginge. Laufen wir nach Hause, verarbeiten das Fleisch, dann ist hoffentlich der Kochskill auf Rang 3. Und ich hoffe, auf Rang 3 bekommen wir dann schon den Perk, damit wir vom Fleisch keine Darmparasitenbefallrisiko mehr haben. Jetzt haben wir Fährte 3.
ist aber nicht weiter schlimm, da wir ja hier gleich zu Hause sind. Gut, dann wäre es schön, hier außerhalb noch gleich ein Feuer zu machen, um das zu grillen, das Fleisch. Dann können wir gleich mal schauen, ob wir dann eventuell Rang 3 bekommen würden. Hier haben wir Holz, gut. Da würden sich aber eher die Kisten lohnen, weil da haben wir die Möglichkeit, dass etwas drinnen ist. Zerleg die mal ohne Beil. Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man die ohne Beil zerlegen kann. Aber scheinbar. Oh, eine Aurora. Okay, das würde reichen. Dann machen wir hier ein Feuer, würde ich sagen. Ja, nehmen etwas Lampenöl, ist eigentlich egal. Yay, Kochskill 3. Jetzt ist die Frage. Okay, grill das mal fertig. Und ist das mal? Haben wir jetzt immer noch Risiko eines Darmparasitenbefalls? Nein, haben wir jetzt nicht. Kommen. Ist das auch? Yay! Oder kann man ein Reh sowieso prinzipiell essen und ist nur der Wolf gefährlich? Ich weiß es nicht. Feuer verfügbar, also könnten wir noch etwas Wasser machen. Aber jetzt müssen wir reingehen. Schlafen. Ja, man sollte das Fleisch jetzt hier draußen lagern, aber wir nehmen es jetzt in dem Fall mal mit hinein. So, ich würde am liebsten ja wieder in dem Keller schlafen. Ist das jetzt die richtige Richtung? Ich denke, wir schlafen direkt hier erstmal fürs Erste. Etwas. Dann haben wir Tageslicht. Sehr schön. So, wo ist jetzt die Küche? Hier, oder? Hoffen wir mal das Beste. Wir müssen uns. Hier müssen wir die Klappen noch durchsuchen. Da auch. Aber jetzt gehen wir als erstes mal Zeug ablegen und was trinken.
Sehr schön. Wie weit? 36 und 38. Okay. Gut, wir legen als erstes die gefundene Kleidung ab. Oh, der ist gleich voll, der Kühlschrank. Eine Säge hatten wir ja noch gefunden, ein Dosenöffner. Jetzt ist voll. Nehmen wir den hier. Werkzeugkasten. Die Hülsen. Den Hammer. Hier hätten wir tatsächlich. Achso, die müssen wir noch trocknen. Genau. Dann würden wir aber immer noch die zum Reparieren, noch zwei, im besten Fall noch drei Hirsche töten müssen, damit wir auch die Hose herstellen können. So, Nahrungsmittel. Wenn wir so einiges noch hier zu Hause lassen. All das, was anfängt zu schimmeln, sollten wir natürlich verbrauchen. Lass das auch zu Hause. Gut. Essen wir noch mehr? Vielleicht können wir wieder den Zustand satt erreichen. Bei 46, die dürften eigentlich noch nicht so schnell schlecht werden. Aber der mit 29, der schimmelt jetzt schon. 37 geht noch und die beiden gingen auch noch. Okay, dann lassen wir hier jetzt noch 2 Liter Wasser. Warum haben wir immer noch Fährte? Ach so, wegen dem Fleisch. Fleisch. Machen wir das doch anders. Kann ich zumindest eines mitnehmen? Dann habe ich keine Fährte mehr rein. So ein Stück geht. Okay. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Zustand. Die machen wir bald. 87 die Hose. Die werden wir früher oder später auch einmal reparieren. Gut. Wo geht die Treppe runter? Hier. Ich würde jetzt gerne die Klappen da unten noch durchsuchen. Hier. Einmal die hier. Auch nichts. Und hier hatten wir ja nur die durchsucht. Genau. Und die aber auf der anderen Seite nicht. Ich dachte nämlich vorhin, die hängen zusammen. Hier hatten wir die durchsucht. Der Seite nicht. Gut. Schön, schön, schön. Haben wir schon wieder einiges erreicht. Wir nehmen hier jetzt noch schnell etwas Stoff mit.
packen wir hier rein. Dann, Freunde, werde ich die Episode hier beenden. Das Spiel ist jetzt gespeichert. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich bin euer WakuLP. Liken, kommentieren, bewerten oder auch abonnieren. Freue mich über jegliches Feedback von eurer Seite. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.